Ich möchte jetzt meinen Flaschenöffner ausdrucken und weiß noch nicht, ob das hier alles hält. Deswegen mache ich, bevor ich das Ganze ausdrucke, eine Belastungsanalyse und sage, auf dem Flaschenöffner wirken Kräfte. Die Kräfte kann ich antragen hier im CAD-Programm und dann sagen, wie groß sind diese Kräfte. Ich lasse das Ganze berechnen und lasse mir dann den Spannungsverlauf durch dieses Bauteil anzeigen und weiß zum Beispiel, wenn es rot wird irgendwo, äh, da muss ich konstruktiv nochmal nachsteuern und wenn alles blau ist. Oder im Grünen Bereich dann wird äh, der Flaschenöffner halten. Wie mache ich das Ganze? Ich muss ihm jetzt als erstes einmal sagen, hier oben im Baum rechte Maustaste und sage jetzt iProperties. Properties. Wenn ich auf iProperties Properties draufklicke, dann kann ich hier unter Physikalisch gehen und muss ihm jetzt einen Material zuweisen. Aktuell denkt das Programm, der Flaschenrechner ist, als Alumi ist aus Aluminium und je nachdem, aus welchem Material der ist, habe ich hier eine andere Masse, anderen, äh, andere Zugfestigkeiten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für so eine Festigkeitsberechnung sehr wichtig. Also suche ich jetzt Kunststoff aus und möchte eigentlich. PLA-Kunststoff haben. Das hat ihr aber nicht in der Datenbank und, deswegen, und deshalb nehme ich jetzt ähm, ET-Kunststoff, also eigentlich nichts anderes als das, wo äh, ganz normale Trinkflaschen draus sind. Reicht jetzt erstmal zur Annäherung an das, was ich euch zeigen will aus. Ähm, PLA-Kunststoff, könnte ich mir jetzt noch die physikalischen Eigenschaften aus dem Internet besorgen und das alles hier auch eintragen, dann habe ich im Endeffekt meinen... Äh, PLA-Kunststoff, mit dem wir ja auch drucken, ja auch mit drin, lasse ich jetzt aber der Einfachheit halber mal, sondern es geht hier nur ums Prinzip. Wichtig ist, dass man hier ein anderes Material auswählt als ich sage jetzt mal hochlegierten Stahl, ähm, weil da kommen natürlich ganz andere Ergebnisse raus als mit unserem 3D gedruckten Plastiköffner. Okay, dann sage ich, ich hake ab und der Flaschenöffner hat jetzt ein gewisses Material und kann jetzt hier oben auf Belastungsanalyse starten klicken und ähm, sage jetzt hier Studie erstellen. Und ich möchte eine statische Analyse erstellen. Im äh, nächsten Video möchten wir auch den Formengenerator nutzen, aber da möchte ich jetzt nicht zu so sehr darauf einsteigen und das hier erstmal komplett aussparen und sage einfach statische Analyse, statische Analyse OK. Und jetzt ploppt hier einiges im Baum auf. Einmal Statikanalyse als Oberbegriff. Und darunter befindet sich jetzt auch hier schon das Material, wie man sieht. Gucke ich mal drauf, passt das? Ja, Kunststoff, okay. Ähm, wir haben einen Ordner für Abhängigkeiten und einen Ordner für Lasten und das Netz. Das sind die, äh, die Sachen, die wir brauchen. Der Ordner für Abhängigkeiten, da kommen wir gleich drauf. Ordner für Lasten, das machen wir jetzt als erstes. Was ist überhaupt eine Last? Wir müssen diesen... Öffner einmal sagen, wo wirken überhaupt Kräfte? Das ist mit Lasten gemeint. Hier wirkt eine Kraft vom Kronkorken auf die Decke des Öffners, wenn man so will, und hier wirkt eine Kraft auf diese Fläche von der Unterseite des Kronkorkens. Das hebeln ja mit dieser Fläche auf, deswegen wirkt hier eine ziemlich große Kraft und hier wirkt eine etwas kleinere Kraft. Und diese Kräfte, die können wir antragen, indem wir hier oben auf Kraft klicken. Jetzt, okay, wo soll die Kraft angreifen? Die Kraft soll auf dieser Fläche angreifen und dann berechnet er den Flächenschwerpunkt, setzt die Kraft hier also ziemlich in die Mitte der Fläche und wir können ihm hier sagen, wie groß ist diese Kraft überhaupt? Ähm, da nehme ich jetzt mal 90 Newton, das entspricht so ungefähr 9 Kilogramm, das halte ich für realistisch und sage okay. Und hier unten auf dieser Fläche würde ich sagen, da wirken 200 Newton ungefähr. Klicke wieder auf Kraft, wähle die Linie aus. Er trägt die Kraft schon an und ich muss ihm jetzt hier noch sagen, dass die Kraft 200, nicht 2000, sondern 200 groß sein soll und sage OK. So, wenn ich jetzt auf Berechnen klicke, würde das Ganze noch nicht funktionieren, weil der Flaschenöffner oder beziehungsweise dieses Programm braucht noch ein Festlager. Ich könnte jetzt hier unten eine Kraft antragen, die. Äh, die nach oben zeigt, ist ja auch so. Wir hebeln hier mit der Hand den Flaschenöffner nach oben. Aber wenn man sich vorstellt, hier ist eine Kraft, hier ist eine Kraft und hier ist eine Kraft, die an diesen Flaschenöffner wirken, dann würden im Endeffekt die Kräfte äh, durch den Raum fliegen oder der Flaschenöffner würde durch den Raum fliegen. Das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, sich vorzustellen. Ich kürze das Ganze mal ab und sage, wir müssen hier Bitte einmal ein Festlager machen. Wir tun also so, als ob an diesen Flächen der Flaschenöffner in die Wand einbetoniert ist und sich nicht bewegen kann. Das Resultat ist ja das gleiche. Wenn der hier in die Wand einbetoniert ist und wir hier die Flasche dran machen, und nicht den Flaschenöffner bewegen, sondern die Flasche aufhebeln, wirken hier natürlich genau die gleichen Kräfte ähm, wie zuvor. Nur dass das Programm jetzt arbeiten kann, wenn wir ihm hier sagen, das soll bitte hier alles Festlager sein. Hintergründe dazu, da will ich gar nicht zu genau drauf einsteigen. Ihr müsst nur wissen, dass ihr hier keine Kraft angreifen lasst, sondern dass hier einbetoniert in die Wand und das geht hier oben mit den Abhängigkeiten, da sagt ihr fest. Und jetzt wählt ihr alle Flächen gleichzeitig aus, drückt dazu bitte Shift auf der Tastatur. Die Flächen sollen fest sein und die Fläche soll auch fest sein. Und jetzt sage ich okay. Und jetzt seht ihr auch schon die Bedingung, Das ist ein Festlager, das bewegt sich nicht, ist in die Wand eingemauert und ich hebe meine Flasche hier auf. Denn das hier ist eh der interessante Bereich. Hier hinten, da geht es gar nicht wirklich drum. Okay, jetzt seht ihr hier im Baum, ich habe meine Abhängigkeiten, das Festlager, und ich habe meine Lasten, einmal die Kraft, einmal die Kraft. Und jetzt äh, ist noch eine Sache wichtig, nämlich hier die Netzansicht. Die ganze Kraftberechnung, die findet nämlich auf Basis von Netzen statt. Er berechnet quasi, was hier in diesem Dreieck für eine Kraft wirkt und wie sich diese Kraft auf die gegenüberliegenden Dreiecke, auf die angrenzenden Dreiecke auswirkt. Wenn jetzt zum Beispiel in diesem Dreieck hier so und so eine Kraft wirkt, dann resultiert an der Ecke diese Kraft oder jene Kraft, die wieder an allen anderen Linien hier äh, sich darauf aufteilt. Und dann wirkt hier eine Kraft, hier eine Kraft, hier eine Kraft, die wieder hier drauf wirkt. Und so berechnet er die Kräfte durch das Bauteil durch. Und je grobmaschiger dieses Netz ist, desto rechensparsamer ist es. Und desto weniger Zeit braucht er, um hier zu simulieren. Also, es braucht ziemlich viel Rechenpower. Jetzt nicht bei so einem kleinen Flaschenöffner. Aber wir gucken uns das trotzdem mal an, wie lange das dauert. Klicken hier oben auf Simulieren. Dann kommt dieses Fenster. Und wir klicken auf Ausführen. Ja, das ging relativ schnell. Wir sehen auch schon das Ergebnis, was ich für sehr realistisch halte. Ähm, hier wirkt anscheinend eine sehr große Kraft, weil wir auch einen relativ langen Hebelarm haben. 90 Newton wirken an dieser Fläche mit langem Hebelarm. Würde die Kraft hier wirken, wäre es noch schlimmer. Ähm, naja, und hier wird sogar rot. Das heißt, da müssen wir gleich noch nähere Untersuchungen anstellen. Ähm, Im ersten Moment würde ich denken, okay, ich muss die Konstruktion hier verbessern, weil rot darf nicht sein. Das ist hier oben in einem Spannungsbereich, der zum Bruch führen wird. Aber die Rechnung ist auch noch sehr ungenau, weil hier nur diese ganze, dieser ganze rote Bereich besteht aus 1, 2, 3 Dreiecken. Das ist quasi nichts. Man müsste jetzt eigentlich hingehen und sagen, diese kritischen Bereiche, wir wissen jetzt, wo wirken Spannungen und diesen kritischen Bereich hier, da müssten wir hingehen und sagen, hier müssen wir das Netz engmaschiger stricken, um das nochmal genauer zu untersuchen. Das hier kann ruhig so grob bleiben. Aber wir machen das der Einfachkeit halber jetzt einfach mal alles engmaschig, weil bei diesem Flaschenöffner ist es eh nicht so wichtig, Rechen oder sparsam mit der Rechenleistung zu sein. Deswegen können wir jetzt einfach auf äh, Netzeinstellungen gehen hier oben. Wir sagen jetzt, das Netz soll nicht, die durchschnittliche Elementgröße soll nicht 0,1 sein, sondern die soll 0,05 sein. So, jetzt hat sich nichts geändert, aber hier im Baum sind Blitze aufgetaucht. Und das heißt, wenn ein Blitz ist, wir können etwas aktualisieren. Rechte Maustaste auf das Netz, Netz aktualisieren. So, jetzt hat er die Berechnung wieder weggemacht. Jetzt hat er viel mehr Dreiecke und die berechnet er jetzt, wenn ich wieder auf Simulieren klicke. Und man merkt schon, wenn ich auf Ausführen klicke. Nee, merkt man gar nicht. Es hat aber ein bisschen länger gedauert. Wobei ehrlich gesagt ist mir gar nicht richtig aufgefallen, dass es länger gedauert hat. Dieser Flaschenöffner, der hat so wenig Polygone, ähm, das kriegt der Rechner wirklich noch relativ einfach hin. Ähm, dann machen wir ein bisschen mehr. Wir machen jetzt nochmal fünfmal genauer, nämlich 0,01. Sagen, okay, sagen nochmal simulieren. Und ich muss jetzt das Netz nicht unbedingt aktualisieren hier im Baum, sondern wenn ich jetzt das Netz verändere und direkt auf Ausführen klicke, dann simuliert er das im Hintergrund oder aktualisiert das im Hintergrund. Und man sieht, er braucht jetzt doch schon ein bisschen länger. Also ich habe hier einen leistungsstarken Rechner, der durchaus seine Zeit lang beschäftigt ist. Und da kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ähm, dass in der Industrie natürlich nicht nur solche kleinen Flaschenöffner simuliert werden, sondern da werden teilweise ganze Autos im Crashtest simuliert. Motorhaube, Motorblock, alles hat seine Materialeigenschaften, alles seine Festigkeiten. Und dann dauert so eine Simulation auf Großrechnern auch schon mal mehrere Tage. Und da kommt es dann doch eben darauf an, dass man diese Dreiecke hier einspart. Da, wo der Bereich blau war, vorher schon, da würde man es grob lassen. Und nur da, wo wie bei uns eben die roten Stellen angezeigt wurden, da würde man dann auf einmal ein ganz engmaschiges Netz stricken, eben um Rechenleistung zu sparen, sonst wird es irgendwann äh, unmöglich. Ah, es lohnt sich trotzdem der ganze Aufwand auch am Rechner, ähm, bevor man nämlich so ein äh, 200.000 Euro Porsche erstmal gegen die Wand fahren lässt, macht man da nichts anderes in der Industrie, als zu sagen, wir fahren die Crash-Tests hier erstmal äh, am PC und gucken grob, was rauskommt. Und was wir noch verbessern müssen, bevor wir wirklich erstmal in Produktion gehen und die äh, Crash-Tests fahren. Äh, deswegen, das find, da findet gerade ganz viel am C statt und äh, das spart auch jede Menge Kosten. Aber man muss gucken natürlich bei großen Maschinen wie Autos, äh, dass man relativ rechenarm oder relativ sparsam mit diesen Netzen umgeht. So, und jetzt merkt ihr auch. Einen sehr krassen Unterschied. Ich habe das jetzt hier viel genauer gemacht und was mir auffällt, es ist gar nichts mehr rot, sondern es ist jetzt viel, viel richtiger als vorher. Er berechnet jetzt viel genauer und wir sehen, es ist alles in diesem Bereich auf unserer linken Skala. Das heißt, es ist völlig im grünen Bereich. Unser Flaschenrechner, äh, unser Flaschenöffner wird auf keinen Fall brechen. <laughs> Hat man vorher so nicht gesehen. Das heißt, dieses Netz und äh, diese Einstellung dieses Netz, das ist eine Wissenschaft für sich im Endeffekt, äh, auf die hier gar nicht weiter genau, oder da soll es jetzt gar nicht weiter darum gehen. Ihr sollt es nur einmal gesehen haben, dass es sowas gibt, dass sowas in der Industrie genutzt wird und auch sehr wichtig ist, um Kosten einzusparen, ähm, da man dann nicht erstmal äh, einen Prototyp drucken muss. Jetzt in unserem Fall für den Flaschenöffner, kostet Zeit, kostet Strom, kostet Material, dann bricht der. Da kann man es lieber direkt einmal am PC ausprobieren und sehen, okay, bricht nicht. Jetzt kann ich auch ruhigen Gewissens drucken. Und ja, genau, ähm, dafür ist das da. Diese Sachen hier, die können wir übrigens ignorieren, weil in der Wirklichkeit halten wir nicht perfekt genau nur diese Fläche, diese Fläche und diese Fläche fest. Dadurch würde dann hier eine Spannung entstehen, sondern in der Realität ähm, halten wir überall hier fest. Das heißt, durch den Rechner, da wir dem Rechner gesagt haben, wir halten genau perfekt auf dieser quadratischen Fläche fest, wirkt hier eine größere Spannung, aber das ist Quatsch. Das können wir also völlig ignorieren. Und hier oben, das war tatsächlich ein interessanter Punkt, das können wir auch ignorieren, wie sich jetzt rausgestellt hat. Und das Ganze hier ist ja relativ blau, das bedeutet überhaupt keine Spannung durchs Bauteil oder nur sehr wenig, außer hier vielleicht ein bisschen. Hier auch. Naja, wird noch nicht mal angezeigt. Hätte ich jetzt vermutet, aber das hier scheint nicht die kritische Stelle zu sein, wieder erwarten, sondern tatsächlich scheint das hier die kritische Stelle zu sein. Okay, testen wir aus, indem wir es selber ausdrucken. Und das hier ist auch, das kann man sich schon denken, dass das keine kritische Stelle ist. Da können wir im nächsten Video dem Programm sagen, wenn hier überhaupt gar keine kritische Stelle ist und nichts rot ist, dann können wir doch hier auch Material weglassen, oder? Sagen wir, fragen wir das Programm und das Programm berechnet. Und das je nachdem wie wir das einstellen, wie viel Prozent an Material eingespart werden soll, kommt hier eine mehr oder weniger abgefliegte Form bei raus, die auch nur von 3D-Drucker hergestellt werden kann. Also er lässt dann hier ganz viele Lücken, aber der Flaschenöffner ist mehr oder weniger genauso stabil wie vorher oder reicht auf es reicht auf jeden Fall um eine Flasche zu öffnen. Vielleicht ist er nicht mehr so stabil wie vorher, aber für unsere Zwecke reicht es allemal und äh, so kann man Material einsparen ist zum Beispiel im Flugzeugbau auch mittlerweile ein wichtiges Thema, 3D-Druck. Die Ingenieure berechnen, wie stark muss denn jetzt meine Aufhängung sein am Flugzeug, konstruieren irgendwas, machen eine Kraftanalyse, wie wir das gerade gemacht haben, und sagen dann, dem Programm überschüssiges Material weglassen bitte, das Programm berechnet. Der 3D-Drucker druckt das Metallbauteil in dem Fall und es wird im Flugzeug eingebaut und spart jede Menge Geld in den laufenden 20, 30 Jahren, weil äh, es leichter ist und dadurch weniger Kerosin verbraucht wird. So, dazu sollte es in diesem Video aber äh, ja gar nicht gehen, sondern da geht es im nächsten Video weiter. Ihr könnt das mal ausprobieren, was bei euch rauskommt. Ein bisschen mit den Kräften rumspielen, Kräfte mal vergrößern, verkleinern. Ähm, hier die Biegung sich anzeigen lassen, in welche Richtung biegt das. Ne? Gibt es ganz viel, womit man hier sich noch beschäftigen kann? Ihr könnt nichts kaputt machen, einfach austesten und dann wird es im nächsten Video eigentlich erst richtig interessant, weil wir da die Form generieren lassen von Inventor.